Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom Kinocast Nummer 655. Bald haben wir die 666, die Zahl des Teufels. Gucken. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo Erik. Jetzt bin ich ganz arg. Oh Gott, höre ich die Herzrasen. Ja, wir haben wieder ein paar Filme geschaut. Ich sehe gerade, ihr habt da noch was geschaut. Das habe ich auch schon geschaut. Aber erstmal reden wir über die Sneak Preview der vergangenen Woche. Da wurde gezeigt der Film Space Sweepers auf Netflix. Ein koreanischer Film. Ja, alles gut. Über ja, so Weltraum Schrotthändler. Also muss vielleicht noch ein bisschen mehr ausholen. Und zwar spielt das in einer irgendwie ungefähr 100 Jahre in der Zukunft und die Erde ist da schon ziemlich kaputt gegangen. Und die, die sich's leisten konnten, haben die Erde verlassen und sind auf den, ich glaube, Mars umgesiedelt, wenn ich mich da recht erinnere. Und da gibt es dann auch so einen findigen Geschäftemacher, der dann so diese ganze neue Welt am Leben hält. Und die, die sich nicht leisten konnten, die müssen halt auch irgendwie noch einer Tätigkeit nachgehen und die sind auf so einer Art Raumstation im Orbit der Erde und sammeln dort so Weltraumschrott ein, um den dann auszuschlachten und sich damit irgendwie Geld zu verdienen. Und das sind so die, ja, diejenigen, die halt dort zurückgelassen wurden. Ja, so eine krude Mischung aus allen möglichen Nationalitäten und natürlich auch alle nicht gerade mit Reichtum gesegnet und so. Die müssen sich halt irgendwie durchschlagen. Und in einem Schiff, was sie da so aufbringen, in einem Weltraumschrott, finden sie plötzlich ein kleines Mädchen und forschen dann ein bisschen nach, um was es sich da handeln könnte. Und finden heraus, dass das wohl jemand, ein Mädchen ist, was irgendwo abhanden gekommen ist, wie es ja eigentlich denkbar ist, wenn plötzlich irgendwo so ein kleines Mädchen ist. Und sie beschließen dann, sie wollen Lösegeld erpressen für dieses Mädchen. Und von da ab nimmt es eigentlich so seinen Lauf, die ganze Geschichte, denn sie müssen natürlich dann erpressen und sich auch verkleiden und dann irgendwo hingehen, sich mit Leuten treffen, die dann wiederum vielleicht ja auch andere Absichten haben und ja, mittlerweile freunden sie sich aber so ein bisschen mit dem Mädchen an und dann kommt auch noch so eine ganz, ganz große Bedrohung, die irgendwie alles bedroht, was sie so, also ihre Welt, die sie so kennen. Und da müssen zusammenarbeiten, um sich dagegen zu wehren oder eine Lösung zu finden. Das Ganze war ziemlich abgefahren, hat mich stellenweise ein bisschen an Guardians of the Galaxy erinnert, so ein bisschen von dem, von diesem Jahr war ja halt Weltraumsetting und so abgefahrener Humor und ansonsten war auch viel Blade Runner drin, so diese ganzen ja, Neonfarben und dieser wilde Sprachen- und Nationalitäten-Mischmasch, der da irgendwo zusammengekommen ist. Aber ich fand es eigentlich ganz gut, den Film. Wie seht ihr so? Ja, nicht so. Er war, also ich habe irgendwo in der, ich glaube in irgendeiner Pressekritik oder irgendeiner Info zu dem Film gelesen, dass es wohl der erste koreanische Film ist, der im Weltraum spielt, also dieses Space-Abenteuer. Das ist wohl der erste Versuch aus Korea. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Ich habe es nur irgendwo gelesen. Und dafür war es aber echt gut gemacht. Die Story ist mir ein bisschen zu langsam angelaufen. Also man wusste so am Anfang gar nicht, wo der Film überhaupt hin will. Ich war auch von der deutschen Synchro ein bisschen verwirrt, aber weil die Koreaner haben Deutsch gesprochen und alle anderen übersetzen können. Okay. Warst du gerade irgendwie auf Mute oder so? Ich habe dich über den Chris sein Mikrofon gehört, aber es war nur ganz kurz. War nur ganz kurz, mach weiter. Okay. Das war irgendwie weird. Man hätte auch das Englisch auch übersetzen können und das als quasi als so eine Generalübersetzung nehmen können. Hat man ja in anderen Space-Geschichten auch schon, dass man quasi wie so einen Generalübersetzer im Ohr hat und dann hört man das quasi als Zuschauer genauso wie die Protagonisten. Er war sehr lang, er hat sich sehr, sehr viel Zeit zum Erzählen genommen.
Und schauspielerisch war das jetzt auch nicht immer auf Top-Niveau. Ich glaube, wenn er ein bisschen gekürzter, ein bisschen geraffter wäre, hätte mir mehr gefallen, aber eigentlich hat er mich mehr gelangweilt als angesprochen. Also das mit den Sprachen hat mich am Anfang auch verwirrt. Ich fand es aber dann wiederum schön, dass man dadurch auch viele andere Sprachen gehört hat. Da war ja ein bisschen Französisch, da war Spanisch, da war Englisch. Ich glaube, die haben halt im Original einfach halt die Hauptfiguren Koreanisch gesprochen und die anderen haben halt Englisch gesprochen. Dann haben sie das halt einfach so gelassen. Ja, ziemlich sicher. Weil sonst wäre es ja Deutsch-Deutsch gewesen, ne? Und dann wäre dieser Culture Clash gar nicht da und dieser, ja. Aber erst hatte ich gedacht, ist das alles komplett auf Englisch? Muss ich hier was umschalten? Hab geguckt, nee, ich hab's auf Deutsch. Okay. Ja, aber so ging es uns auch. Also ich habe auch jetzt gedacht so, okay, kurz Verwirrung, bis man sich da mal dran gewöhnt hatte dann auch. Nur, ich muss sagen, das Setting von dem Film fand ich mega cool. Die Ideen da dahinter fand ich sehr cool. Nur, wo das Ganze im Endeffekt hin wollte und wie es dahin kam und wie es sich entwickelt hat, fand ich unfassbar zäh und unfassbar öde. Und das fand ich echt schade, weil da ein riesen Haufen Potenzial drin gesteckt hat in der Geschichte. Also gut, es ist jetzt, denke ich, nicht hier die beste, neueste Geschichte überhaupt, die man voll geil so erzählen kann und alles, sondern einfach eine ganz coole Story, wo eigentlich da wäre, ganz witzige Charaktere auch. Es hat so ein bisschen wieder was, wie du schon gesagt hast, Blade Runner, bisschen was von Guardians, bisschen Eves von so einem Computerspiel, alles so ein bisschen so ein riesiger Mashup. Und ja, das ist schade, für mich hat es im Endeffekt nicht funktioniert, wie es hätte funktionieren können. Und das ist ganz arg schade, weil ich echt gedacht habe, okay, fängt ganz cool an, aber hat mich nicht abgeholt. Überhaupt nicht abgeholt. Ja, ich fand auch, es hätte von der Story her, hätte es schon ein bisschen mehr Zug haben können und ein bisschen, ich sag mal so, diese Grundstory, okay, die finden ein Kind, wollen dann halt da Lösegeld erpressen und sowas. Ja, das ist schon irgendwie, und dann halt in diesem Setting. Aber ich hätte mir da noch ein bisschen mehr Pfiff gewünscht in der ganzen Geschichte. Zumal, ich habe hier auf Moviepilot gelesen, wenn man bedenkt, dass der Regisseur und Drehbuchautor, der hat 10 Jahre lang an dieser Geschichte gearbeitet, hat dann den Film gedreht und er konnte aber leider nicht ins Kino kommen wegen Corona. Das ist natürlich sehr schade für ihn jetzt, weil er so lange in das Projekt investiert hat, Zeit. Aber ich finde, in 7 Jahren hättest du mehr zu Papier bringen können als, ja, die finden ein Kind und gucken dann, wie sie das zu Geld machen und dann finden sie das Kind vielleicht doch ganz nett und überlegen sich's anders. Also, die Nebenstränge, die fand ich ganz witzig. Ich fand auch die Darsteller eigentlich ganz cool, weil ich hatte ja alle noch nirgendwo irgendwo gesehen. Das fand ich eigentlich ganz nett, dass da niemand war, wo man denkt, okay, also der überlebt jetzt auf jeden Fall, weil das ist immer so der Supertyp, sondern es war halt so, ich kannte die alle nicht, deswegen waren die mir alle erstmal neu und ich dachte, okay, es kann ja irgendwie jeden treffen mal. Ja, und das ganze Setting war schon irgendwie nice da mit dem. Guck, und das ist genau das, unverbraucht, für uns unverbrauchte Charaktere, coole Story an sich, ganz, ganz, ganz arg viel Potenzial, das einfach da liegt und für mich einfach nicht genutzt wurde und das war echt schade. Auch weil er zu lang war. Also stimmt, also zu lang war auf jeden Fall, geht er 2 Stunden und, ne, oder so. Ja, ja. Also das war, ich habe auch teilweise, glaube ich, ich habe ihn zwar komplett gesehen, weil der hat mich auch, also während des Schauens hat er mich jetzt nicht abgeschreckt, dass ich gedacht habe, oh Gott, das ist jetzt furchtbar und ich mache aus oder irgendwas. Also ich bin durchgehend am Ball geblieben, aber ich glaube, ich habe mittendrin irgendwie, also der Mittelteil des Films, der geht bei mir in so einen Brei unter, da kann ich jetzt nicht mehr genau zuordnen, wann da was war, ne, genau. Also, ja, das ging mir ähnlich. Ich habe irgendwann mal angefangen, auf mein Handy zu gucken und plötzlich war irgendwie eine halbe Stunde von dem Film rum. Aber es war in dieser halben Stunde halt nichts Essentielles passiert. Ob ich dann sagen könnte, okay, ich habe jetzt was, den riesen Twist verpasst oder so. Oder die Antwort, auf die ich die ganze Zeit jetzt gewartet habe. Im Gegenteil, ich habe einfach nur auf mein Handy geguckt, wieder den Film geguckt und es war, als hätte ich nicht aufs Handy geguckt. Was sich nicht verändert hat dadurch.
Ja, das ist einfach schade. Wie bist du? Ganz, ganz einfach brutal schade. Wie bist du drauf gekommen, Kate, auf den Film? Hast du irgendwo gelesen, dass es den gibt? Oder? Ja, genau. Also ich habe hab bei den, ich gucke immer gerne bei den Vorschlägen. Also Netflix zeigt dir ja an, Vorschläge, das könntest du gucken oder so, oder eine Liste, was als nächstes kommt. Und da scroll ich immer ein bisschen weiter runter, was noch so kommt in den nächsten Tagen und Wochen. Und setze dann vielleicht auch mal Erinnerungen. Und da bin ich auch auf den Space Sweepers gekommen, weil ich eben auch gesehen habe, dass es ein koreanischer Film ist. Und bisher, was ich an koreanischen Filmen gesehen habe, haben mir eigentlich gefallen. Es ist an einer Hand abzählbar, aber trotzdem, es hat mir gefallen, was ich bisher gesehen habe. Und deswegen dachte ich, und habe ich den Trailer angeguckt und ich so, eigentlich sieht der Trailer echt fetzig aus. Und dann kam den Set jetzt auf die Liste, weil so, koreanischer Film, gut aus, mach mal, komm angucken. Ja. Ich habe gerade an meiner Hand abgezählt, welche koreanischen Filme ich gut fand. Ich war, also ich, bei mir ist es Parasite, Train to Busan, dann Snowpiercer und The Host. Und einen fünften fällt mir gerade nicht ein. Es ist halt noch Platz an deiner Hand. Ja, genau. Ich habe gerade überlegt, ob ich auf 5 komme. Ja, also auf 5 komme ich auch nicht. Welcher fehlt mir jetzt? Fehlt mir irgendein wichtiger koreanischer Film? Ja, es gibt noch Peninsula. Aber der zweite Teil von Train to Busan. Nee, das ist, glaube ich, die Vorgeschichte zu Train to Busan. Ach so. Ich weiß nicht. Es gibt drei jetzt Teile. Jetzt nochmal, welche hast du genannt? Parasite, The Host, Parasite. Snowpiercer. Parasite, The Host, Snowpiercer. Jetzt fehlt mir schon der vierte. Train to Busan? Ja, Train to Busan, genau. Ja, und dann fehlt der Extreme Job, die Spicy Chicken Police. Achso, ja, den fand ich auch ja, nicht genau, stimmt, den ja, fand genau. ich. Obwohl, den fand ich jetzt auch nicht schlecht. Also ich kann ja schon mal vorgreifen, ich gebe dem Film 6,5 Sterne. Und du hast Oldboy vergessen. Ah, natürlich, wie konnte ich. Ja. Also Oldboy, natürlich. Jetzt sind wir schon bei zwei Händen. So, ja, jetzt. Uhu. Na gut, da schmeiße ich die Spicy Chicken Police für Oldboy raus. ja, also ich gebe hier dem Space Weavers trotzdem 6,5 Punkte, weil, wie gesagt, Erstlingswerk und da drücke ich eh ein Auge zu. Ich fand, also für ein Erstlingswerk war das Hammer. Also wenn du deinen ersten Film das drehst und legst dann so ein Ding ab, also puh. Gut, dann gehe ich mit meiner Wertung auch ein Stück hoch. Und ich meine, da verzeihe ich doch mal ein bisschen was. Und da hat mir eigentlich die ganze Zeit irgendwie Spaß gemacht. Gab es flapsige Sprüche und ich glaube, mehr wollte der Film auch nicht sein. Er wollte irgendwie eine abgefahrene Weltraumgeschichte erzählen mit kuriosen Charakteren in einem Setting, was du so noch nicht gesehen hast. Und das hat er bei mir eigentlich geschafft. Fehlt natürlich viel zur Perfektion, aber ich gebe 6,5. Ich bin jetzt von 4 auf 5 hochgegangen, weil, wie du schon sagst, es ist ein Erstlingswerk und da gibt es auch nochmal einen Punkt extra, weil er dafür wirklich gut war. Ja, also Setting, top. Schauspielerisch, ja, kann man sicher noch was machen. Story technisch ist auch noch was machbar, aber ich denke, mit 5 Punkten ist man da gut bedient bei so einem, wie du schon sagst, Erstlingswerk. So, und Chris, wie sieht es bei dir aus? Ich habe ihm 4 Punkte gegeben, weil er dann für mich am Ende doch zu verkopft war, zu lang war und das konnte leider nicht alles ausgleichen, um dass ich höher gehe. Also dazu hat er mich zu wenig gecatcht und wie du schon gesagt hast, der Mittelteil, und ich könnte von dem Mittelteil auch nichts erzählen und ich glaube, von diesen 2,5 Stunden fehlen mir damit 1,75 Stunden und deswegen das ist für mich kein Qualitätsmerkmal. Auch wenn es ein Erstlingswerk ist, das man echt respektabel nennen kann. Ja. Das na gut. Was schauen wir denn nächste Woche, Kate? Wir schauen nächste Woche und da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, den Film News of the World. Den gibt es auf Netflix, der sollte ja eigentlich auch ins Kino kommen und ich freue mich da sehr drauf, weil diese Jungschauspielerin, die damit spielt, ist eine deutsche Schauspielerin, die kennen wir aus Systemsprenger und da hat sie mir extrem gut gefallen, also das glaube ich, die wird noch richtig groß. Und die ist auch für den einen oder anderen Golden Globe nominiert und das finde ich richtig, richtig stark. Deswegen News of the World hätte ich mir tatsächlich auch im Kino dann auch angeguckt, denke ich mal. Den gucken wir uns jetzt als nächstes an. Und die Woche drauf haben wir natürlich uns auch schon was ausgedacht. Und jetzt ist die Frage, sollen wir nochmal zu Netflix gehen oder erstmal zu Amazon, Jungs? Was meint ihr? Nee, mach erstmal die Netflix, weil den anderen den muss ich noch ein bisschen weiter sichten. Okay, dann gucken wir das nächste Mal wieder was auf Netflix. Und der Tipp dafür ist, man sollte Fremden nicht trauen. Mhm.
Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Ja, mal gucken hier. Da endet das auch wieder. Er rät hier. Hatte ja letztens mal einer erraten, dass wir Space Sweepers anschauen wollten. Ja, und wir haben noch jemand und der Tipp für morgen wurde ja auch erraten, wie ich gelesen habe, auf der Internetseite. Hat er einen Kommentar drunter gesetzt und er hat gesagt, ich habe einen schönen Tipp gemacht. Sehr gut. Das freut mich. Immer gut, so positives Feedback zu bekommen in dieser Zeit. Ja, sehr schön. Dann machen wir weiter mit dem Heimkino. Und da sehe ich, der Chris hat was geschaut, das ich auch schon geschaut habe. Heimkino. So, bin ich ja mal gespannt, Chris. Erzähl mal was über Wonder Woman 1984. Wonder Woman 1984, die lang ersehnte Fortsetzung von Wonder Woman, vom eigentlich relativ überraschend okayen Film, den DC da rausgebracht hat, den Warner Bros. Rausgebracht hat. Und ja, Gal Gadot ist zurück als Wonder Woman und wir befinden uns im Jahr 1984. Wer hätte es gedacht bei diesem Titel? An Gal Gadots Seite spielen Kristen Wiig als Cheetah im Endeffekt, also Barbara. Ja, Chris Pine ist dabei, den modernen Captain Kirk. Pedro Pascal spielt mit, den kennen wir ja auch als den Mandalorianer. Also durchaus ein von der Besetzung her sehr interessanter Film. Und ja, das war's dann aber auch schon. Man wird sich vielleicht fragen, Moment mal, Chris Pine, ist der nicht bei Wonder Woman gestorben? Ja, natürlich ist der bei Wonder Woman gestorben. Aber hier hat ja unsere gute Wunderfrau findet ein MacGuffin in irgendeiner Truhe, ein seltsames Artefakt. Ja, nicht und sie findet das Ding. Also das liegt halt da so rum. Es wird gefunden. Ja. Wird gefunden bei einer Räumung, bei einer Razzia und ja, so wie so eine Wunderlampe. Und als es das erste Mal das erste Mal auftaucht, dieses Steingemälde, habe ich erst gedacht, warum haben die jetzt ein Dildo in der Hand? Also das war echt ganz, das fand ich echt furchtbar. Das sah aus wie ein Steindildo aus dem Jahre 400 vor Christus oder sowas. Also habe ich zuerst gedacht, ich so, okay, was geht denn jetzt bitte für einen Film? Und dieses Ding hat eben die Zauberkraft und hat eine ganz besondere Gabe, weil du musst es in der Hand halten oder berühren und dir was wünschen und dann geht dein Wunsch in Erfüllung. Also eine Wunderlampe. Aber ein Wunderstein. Aber du hast aber nur einen Wunsch. Und jetzt kommt's. Sie wünscht sich, dass Chris Pine wieder lebt. Ey! Ach so, ja, ich dachte, die lösen das irgendwie wie bei Captain America mit auf, dass er irgendwie eingefroren war oder so. Nein. Ernsthaft? Jetzt darf ich ja endlich auch über den Film reden. Also das brennt mir schon so lange auf der Seele, dass ich über diesen Film rede. Weil vielleicht eine kleine Spoilerwarnung hier mal ohne extra Teaser. Also wenn ihr den Film noch gucken wollt, vielleicht nicht unbedingt jetzt reinhören, aber hat jeder wirklich nur einen Wunsch? Weil der eine hatte doch mehrere Wünsche. Ja. Nein. Jeder hat nur einen Wunsch. Ach so, Wunsch. Stimmt, genau. Und wenn der erfüllt ist, kann der andere dann und so weiter. So war das, ne? Genau. Ja. Na jedenfalls, die wünscht sich ihren Mann zurück, ne? Was ja okay ist, ja. Aber bitte, warum macht man dann eine Stunde Film nur darüber, wie sie von A nach B nach C und sich lieb haben und sonst was? Und da geht überhaupt nichts mit der Story. Und was ja die eigentliche Story ist, ist, dass eben die Kristen Wiig, die wünscht sich, sie würde gern so sein wie Wonder Woman, also wie ihre Freundin. Sie würde gerne sein wie Diana. Und wie sie Diana, weiß ja nicht, dass Diana Wonder Woman ist und hat dann plötzlich am nächsten Morgen die Kräfte von ihr. Also erst fängt es damit an, dass ihr die Männer alle nachgucken und sie plötzlich hat sie einen Schlag bei Männern und die stylt sich auch um und so weiter. Oh Gott. Puh. Also das war, ja, aber die Verwandlung fand ich ja dann ganz cool, nur warum sie am Ende dann zu Cheetah wurde und wie das alles da entstand, das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Also wirklich gar nicht, warum sie da dann als Wildkatze umherspringt die letzten 20 Minuten, keine Ahnung. Voll der Spoiler jetzt, ich weiß, es tut mir leid, aber ich verstehe es wirklich nicht. Wir haben ja schon gewarnt. Ja, ich verstehe auch nicht, mit
wie wenig Liebe und Leidenschaft die genannten Schauspieler eine Leistung dahinrotzen können. Die hatten doch alle keinen Bock da drauf, ganz ehrlich. Gal Gadot war im ersten Teil oder auch in diesem ganzen Cameo-Auftritt da bei Batman vs. Superman und was weiß ich was. Das war ein echter Hingucker, da hast du das abgenommen. Jetzt ist es einfach nur so, ja, wir haben sie halt genommen, weil sie hat halt lange Beine und hat schon mal gespielt. So wirkte es auf mich. Das war vollkommen Banane. Und ganz ehrlich, Hollywood, ja, wir haben, bitte nicht falsch verstehen, man kann jetzt meine folgenden Worte echt falsch verstehen, aber bitte nicht falsch verstehen. Man kann dieses Ding mit, oh, wir brauchen mehr Filme mit starken Frauen, bin ich voll dahinter, stehe ich voll dabei, aber dann auch bitte nicht so eine Rotze teilweise. Also das war, das kann es doch nicht sein. Das war extrem viel Potenzial wirklich mit beiden Händen hergeschenkt. Und also du hast tolle Schauspieler, du hast eine Story oder vielmehr Stories vor dir liegen in Hand von Comics, die unendlich Material hergeben. Und dann rotzt du was raus, was 2,5 Stunden geht, was, wenn du mal bei IMDb reinguckst, vollgepackt ist mit Logikfehlern. Also es spielt 1984 und du siehst im Hintergrund ein Denkmal, was 2010 erst eröffnet wurde. Das Schlimmste ist aber, es spielt in 1984, in dem Trailer hast du schon dieses schöne, cheesige, die Farben und die Musik. Ey, da kommt einmal kurz ein Lied aus den 80ern. Der ganze Soundtrack ist völlig hinfällig, also das hat... Ja, Musik ist von Hans Zimmer. Weißt du, hast eigentlich auch noch einen guten Komponisten eigentlich an der Hand. Aber was könntest du alles aus den 80ern machen an Musik, an Soundtrack? Ich hab mal eine Frage. Ja? Also, wir haben ja schon öfter erlebt, dass DC jetzt nicht die besten Filme hat. So. Aber ist das nicht ein bisschen arg zufällig, dass wir eine DC-Heldin haben, die irgendwie in den 80ern spielt und sich da irgendwie durchs Leben kämpfen muss, so wie zum Beispiel auch bei Captain Marvel, das ja auch eine starke Heldin ist, also, und ja, in den 80ern spielt und kupfern die ein, also ist da, wer kupfert denn da von wem ab? Also, wenn du den Film anschaust, was ich dir wirklich noch empfehle, dass du dir einfach ein nee, ich will ihn nicht das gucken. Ist das ist das Abartige. Gründe, ihn nicht zu gucken. Ich empfehle diesen Film zu schauen, um sich selbst an, und vielleicht bin ich auch völlig auf dem Holzweg, aber ich habe teilweise gedacht, ah, geil, Spider-Man spielt auch mit als Frau. Also, dein Ernst. Komplett Banane teilweise, also wirklich komplett Banane, und ich mich regt das richtig auf, weil ich will das einfach nicht wahrhaben, dass man eigentlich eine Franchise, du hast eigentlich eine Hauptdarstellerin, die eigentlich mehr ist wie ein hübsches Gesicht. Wirklich auch mehr sein kann wie ein hübsches Gesicht. Du hast eigentlich eine Story, die du eigentlich machen kannst. Du hast ganz arg viele Schauspieler an der Hand, die da mitmachen. Und du hast ein riesen Pott an Sachen, das ist wie wenn du in der Küche stehst, du hast die besten Zutaten und du machst was draus, was du einfach 2,5 Stunden im Backofen lässt, obwohl es nur 10 Minuten rein muss. Das ist ein guter Vergleich, den verstehe ich. Also, und das finde ich so wirklich, jetzt finde ich brutal enttäuschend irgendwo und das hat mich geärgert, den ganzen Film über. Zwischendrin diese Liebesgeschichte, eine Stunde lang wirklich Gesülze und Gelaber und ach, guck mal, und oh, guck mal, das ist eine Rolltreppe, ha, 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 und ah ja, und jetzt schau mal hier, oh ja, jetzt gehen wir in ein Flugzeug, weil du warst ja damals Pilot im und Weltkrieg. Und Klamotten, ja, hier, kann ich das tragen, ha, ha, ist das lustig, wenn er jetzt sowas ja, kombiniert. Und guck mal, hier auf diesem Beutel ist die amerikanische Fahne. Ohohoho. Ja, oh Mann. Und also ich hatte bei dem Film wirklich das Gefühl, dass Gal Gadot das Drehbuch gelesen hat und gesagt hat, ja gut, scheiße, aber machen wir es halt, dass Chris Pine überhaupt keinen Bock mehr drauf hatte auf das ganze Zeug und dass hier unser Mandalorianer lieber wieder in die Star Wars Rüstung klettern sollte. Leck mich am Poppes. Also so, das ärgert mich maßlos. Das ist unfassbar. Wenn du überlegst, so viel Potenzial einfach verschenken. Wenn du überlegst, was so für andere Superheldenfilme gibt, die in 2,5 Stunden dir
die komplette Lebensgeschichte von diversen Helden erzählen, mit der kompletten Heldenreise, mit Sachen, die sie lösen müssen, mit Rätseln, mit sonst was. Und hier, hey, es gibt einen Wunschstein, du kannst dir was wünschen. Ja, okay, ja. Und der eine übertreibt es halt dann wünscht sich halt immer mehr und ist dann so wie Hans im Glück und hat dann am Schluss irgendwie, steht dann mit völlig leeren Händen da, nachdem er die Welt kurzzeitig hatte und so. Also, wie billig ist das denn? Also da muss doch irgendjemand, ich denke mir manchmal, wie sieht so eine Redaktionskonferenz aus, da bei den Filmstudios so, hey, lass uns das mal, hey, super Idee, ja klar, das machen wir, das klingt super, da muss doch mindestens einer mal gedacht haben, oh Leute, ey, puh, ob das mal gut geht hier oder so. Aber ich muss jetzt an der Stelle mal wirklich Filmstarts, den Tobias Meyer, Redakteur, zitieren, was der geschrieben hat. Ich finde nämlich, das passt für mich, passt das wie Faust auf Auge, wie Arsch auf Eimer. Und zwar hat er geschrieben, Zitat jetzt alles, Gal Gadot und Chris Pine müssen es in den flippigen 80ern mit einem durchgeknallten Pedro Pascal aufnehmen. Auf dem Papier sieht Wonder Woman 1984 so dermaßen perfekt aus. Nur leider braucht das Sequel zum bezauberten Überraschungshit von 2017 viel zu lange, um in Fahrt zu kommen. Und erreicht auch dann die Qualität des Vorgängers an keiner Stelle. Vor allem das Wiedersehen von Gadot und Pine, dem Traumpaar aus Teil 1, hat mich enttäuscht, denn die alte Dynamik zwischen den beiden fehlt. Und ich finde, das ist perfekt zusammengefasst. Es ist wirklich, das ist so schade und das, nochmal. Hätten sie halt einfach gelassen, dass mit Chris Pine völlig überflüssig ist. Von dem ganzen Potenzial, ja, du hast, nochmal, du möchtest ja, das war, für mich wirkte es so, wir machen jetzt mit aller Gewalt einen Superheldinnenfilm und der muss unfassbar geil und cool sein und das Beste, was je passieren wird. Und das ging, dass das sowas völlig in die Hose gehen kann, zeigen sie da leider. Und das ärgert mich, weil das haben keiner der Schauspieler, die da mitspielen, hat das eigentlich verdient. Und es geht für mich in die Richtung von Green Lantern mit Ryan Reynolds. Und der war ja unverschämt schlecht, wie Ryan Reynolds das ja auch selber sagt. Aber es geht für mich, kippt der in diese Richtung ab. Und das ist so traurig. Ich habe das ganz dumme Gefühl, die haben mit so viel Schmackes die Wonder Woman da gegen die Wand gefahren. Ich weiß nicht, ob sich's davon nochmal erholen können. Ich weiß nicht, ob ich dich da vielleicht zu sehr beeinflusst habe, weil ich habe den ja schon vor ein Stückchen, vor einer Weile gesehen gehabt und habe ja was Ähnliches gesagt. Haben. Ja, nee, aber ich glaube, das hat nichts mit Beeinflussung zu tun, weil manchmal gefallen dir Filme total gut, die uns nicht gefallen. Und oder andersrum. Und also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin bei Facebook in so einer Gruppe drin, wo wir auch über Filme und Serien und so sprechen. Oder mal jemand postet jemand, dass er den Film gerade guckt und dann kommen drunter Kommentare, ja, sag mal, wie der war und den will ich auch noch gucken, bla bla bla. Und seit der jetzt auf Sky läuft, wirklich jeden Tag guckt ihn irgendjemand anderer aus dieser Gruppe. Und jedes Mal lese ich drunter eine schlechte Bewertung. Und meistens ist immer irgendeiner dabei bei so großen Filmen, der sagt, oh, der ist voll gut, weil so und so. Und in dem Fall, es geht nur schlechte Bewertungen. Nur schlecht. Die ganze Zeit. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir Schlechtes von diesem Film hören. Also auch die Pressekritiken waren ja nicht die beste. Ich bin der Letzte, der die ganze Zeit nur auf die Kritiken hört. Aber ich bin grundsätzlich sehr, sehr froh, dass ich diesen Film mir nicht angetan habe bisher. Weil ich bin immer, immer durch die Bank von DC-Filmen enttäuscht worden. Ich bin kein Superman, kein Batman-Fan. The Dark Knight. Ja, der war gut. Oh, aber das lag an Heath Ledger und an niemand anderem. Das stimmt nicht ganz. Dann kommt der nächste Batman. Batman ist ein absoluter Witz. Es tut mir leid. Der nächste Batman, den sie da gecastet haben. Ich werde mir das nicht antun, anzugucken. Ich will das nicht sehen. Genauso. Schon mal ein bisschen Mut an den Tag legen, was so Filme angeht. Nee, mache ich nicht, weil das ist einfach genauso die Superman-Filme. Wie der Chris schon sagt, DC hat so viel Potenzial. Die Comics sind gut. Teilweise die TV-Serien wie Smallville oder Flash ist auch DC oder Arrow ist auch DC, werden gut produziert. Ja, das funktioniert. Und dann, wenn es dann aber an die großen Filme geht, ist es einfach nur noch für die Tonne, meiner Meinung nach. Das ist meine Meinung. Da kann jeder
kann mir da gern ein Veto entgegenlegen. Das wird man doch nochmal sagen dürfen. Guck diesen Film an. Ja, ja, genau, das wird man nochmal sagen. Aber ich bin durch die Bank von den Filmen von DC einfach enttäuscht und ich bin Gott froh, dass ich mir diesen Film nicht angetan habe, weil jetzt, wo ihr beide auch noch einen Shitstorm drüber veranstaltet habt. Nein, das ist das genaue Problem. Muss ich den erst recht nicht sehen. Ich will gar keinen Shitstorm drüber rauslassen. Ich sag ja, schaut ihn euch an, bildet euch ein eigenes Urteil. Vielleicht bin ich komplett auf dem Holzweg. Und dann schaut ihr euch bitte das Marvel-Äquivalent mit Captain Marvel an und stellt fest, fuck, Captain Marvel ist viel geiler. Und das nicht, weil der Film besser ist, gemacht ist, sondern weil die ganze Geschichte um Captain Marvel viel besser ist. Ja? Na, warten wir mal ab. Und Brie Larson einfach vielleicht dann, bessere Schauspielerin dann ist. Dann müsstest du ja Captain Marvel jetzt mit dem ersten Wonder Woman vergleichen, um mal fair zu sein. Ja, aber der erste Wonder Woman war jetzt auch nicht so der absolute Hammer. Ich fand ihn cool. Mit Nazi-Bösewichten und sowas, der fand ich cool. Also Nazi-Bösewichte. Warte mal, Captain America, Nazi-Bösewichte. Ja, es spielt halt in der gleichen Zeit, um Gottes Willen. Ja, das guckt man doch Comics, alles voneinander die Comics ab. Comics haben immer alle ähnliche Themen, da weißt du auch nicht. Ja, nur, was ich unbedingt noch sagen möchte, die Verwandlung von Kristen Wiig in Cheetah, ich habe sie nicht verstanden, wie das, also, ne? So, oh, du kriegst das. Okay, ich bin jetzt eine böse Katze. Und es gibt einen Film, der sich hiervon, von dieser bösen Katze, einiges hätte abschauen können. Grüße gehen raus an Cats an dieser Stelle. Meine Fresse, also ich fand jetzt Kristen Wiig als Cheetah hinten raus nicht besonders geil gemacht, aber um unfassbar 1000 Längen besser als jede einzelne Katze in Cats. Hier bei, du hast ja vorhin Filmstart zitiert, ich möchte nur mal die Überschrift von einem User Review auf IMDb zu Wonder Woman zitieren. So bad, I almost walked out of my own house. Ja. Das fand ich auch sehr lustig, das habe ich auch gelesen. Das ist natürlich, wir haben natürlich jetzt das in Anführungszeichen Glück, dass wir diesen Film zu Hause gucken können und nicht dafür Geld bezahlen müssen. Und das wäre, also die Enttäuschung wäre noch größer gewesen. Vielleicht aber trotzdem, wenn die Kinos wieder aufmachen und ihr habt die Möglichkeit, den Film im Kino zu sehen, macht das. Nicht den, macht das, bitte. Anderen. Schaut irgendeinen den Film im Kino, aber gebt am Ende nicht dem Kino die Schuld für den vielleicht für euch schlechten Film. Aber geht ins Kino. Nicht ins Kino gehen. Könnt das Sky klicken. Aber angucken. Geht ins Kino, wenn er ins Kino kommt. Also, ich gucke mir auch alles Mögliche an. So. Ich gucke mir auch DC-Filme an, auch wenn ich da ja nicht immer himmelhochjauchzend bin. Aber man muss das auch mal sehen, um zu sehen, oh Gott, was machen andere alles falsch? Dann weißt du wieder die guten Sachen mehr zu schätzen. Da gibt es eine Szene. Der Chris wird wissen, was ich meine. Die fahren auf einer schnurgeraden Straße durch die Wüste. Ja, also links Wüste, rechts Wüste. Ja, dann sind so LKWs, die fahren da lang. Und ganz hinten, so ein Punkt am Horizont, ist ein einzelstehendes Haus. Da spielen zwei Kinder auf der Straße. Und dieser Konvoi, sag ich mal, fährt nun auf diese Kinder zu. Ja, also die Kinder haben schon am frühen Morgen gesehen, dass Nachmittag die LKWs ankommen werden. Ja, aber sie spielen weiter auf der Straße, bis Wonder Woman in einer halsbrecherischen Aktion von diesen LKWs da sich nach vorne begibt, die Kinder von der Straße schnappt und gerade noch so, bevor die LKWs durchrauschen. Das war knapp, sag ich dir. Das war aber knapp. Aber holla die Waldfee, war das knapp, ja. Oh Mann. Das war ernst. Also da waren so viele dämliche Szenen drin, oder wo sie dann mit dem Ding da irgendwie fliegen über die, wo da der Chris Pine, und das war dann diese sülzige Szene dann. Da war so viel Mist drin. Es war waren ein paar ganz, ganz nette Szenen drin. Aber die waren halt einfach zu wenig. Aber man muss halt doch, denke ich mal, ich bin jetzt nicht traurig, dass ich den Film gesehen habe. Es ist halt einfach, ich weiß dann wieder andere Sachen mehr zu schätzen, wie viel Wert andere auf eine gute Story legen, auf Twists legen, auf irgendwas. Weil hier war einfach alles irgendwie so, gefühlt haben die bei jeder Entscheidung einfach mal daneben gegriffen. Also wenn du sagst, okay, gehen wir jetzt Weg A oder gehen wir jetzt Weg B, da haben konsequent die falsche Entscheidung getroffen. An jedem Punkt des Films. Bis hin zum Casting von zum Beispiel hier unserem Mandalorianer. Pedro Pascal. Der wirklich völlig übertrieben theatralisch da spielt, als gäbe es sonst nichts, also als müsste er jetzt irgendwie Shakespeare und sowas, und es hat überhaupt nicht in den Gesamtkonzept da reingepasst, auch wo er herkommt. Und ja, der hatte noch eine gute Szene hat er ganz am Schluss gehabt, aber ja, das wiegt das halt alles nicht auf. Aber da wissen wir jetzt auch wiederum, das liegt ja nicht an ihm.
Ja, das muss irgendwie. Ja, das ist ja, sind ja wahrscheinlich die Anforderungen an die Rolle gewesen. Ja, ja, klar, sage ich ja. So. Und der das Konferenz ist halt traurig. Wahrscheinlich muss man sich mal die Blu-ray holen, um dann vielleicht die Redaktionskonferenz mal mitzusehen. Vielleicht ist da so ein Ding drauf. Oi, lass uns dies machen. Ja, klingt super, ja. Und irgendeiner sitzt hinten in der Ecke, der immer nur den Kopf schüttelt. Oh Mann. Ja, also Wonder Woman, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe, jetzt muss ich mal, ich geh mal, guck mal kurz bei Letterboxd, was gibst du da so? Ich habe ihm 4 Punkte gegeben und das ist sehr wohlwollende 4 Punkte. Eigentlich sind es mehr Richtung 3. Ach nee, ich habe es ja, glaube ich, gar nicht gelockt, weil ich noch nicht drüber reden durfte. Weil puh. Ja, ich glaube, ich gebe 3 Punkte. Das, Aber trotz allem, ich sag ja, ich habe ihm 4 Punkte. Ich habe jetzt echt drüber hergezogen und ich sag trotzdem, schaut ihn euch an. Im Trailer. Ich habe mich so geärgert, dass keine Musik aus den 80ern drin war. Im Trailer kommt Blue Monday. Ja, dann, ja. Und im Film kommt einmal kurz was. Aber das ist halt, das ist das Problem mit Erwartungen, die man an den Film hatte. Die hat er nicht erfüllt. Hat einfach, da hat nichts zusammengepasst. Das ist völlig Style over Substance gewesen und da war nichts dabei. Guti, dann machen wir weiter mit den sonstigen Themen. Wir haben ja so News hier. Gab es da nicht mal einen Bumper oder so? Ah, hier. News. Ich möchte noch ein was ganz kurz mal anteasern. Es wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen hier mal eine etwas größere Ankündigung geben, was Filme betrifft und Filme schauen und so weiter. Und da seid ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch mit im Boot. Ihr könnt dann auch diverse nagelneue Filme mal schauen. Ich will mal noch nicht zu viel verraten. Und bleibt da mal am Ball. Und jetzt hat der Chris noch einen Trailer-Tipp für euch. Ja, ich bin zum einen ein bisschen enttäuscht, dass bei News und Trailer nicht der Trailer von Cruella steht. Habe ich zwar damit gerechnet, dass Kate Cruella mit ins Spiel bringt, den Emma Stone neuen Film, den neuen Disney Emma Stone Film. Aber okay. Ich bringe ins Spiel mal den neuen Trailer von Mortal Kombat. Und man mag sich vielleicht erinnern, es gab 1995 einen Film Mortal Kombat. Christopher Lambert. Und der ist so rotzdämlich. Ey, bitte, der ist doch Trash vom Feinsten. Ey, nichts ja, gegen Mortal Kombat, wirklich, den alten. Ey, den mag ich total. Der ist so der ist so übel wirklich liest. Trash vom Feinsten. Da lache ich mich und kaputt. Und jetzt gibt es eine Neuauflage. Mhm. Und der Trailer sieht sehr nice aus. Also das stimmt, wirklich. Ja. Also da habe ich gedacht so, boah, die könnten was rausdrücken, wenn das am Ende dann wirklich so auch kommt, wie es aussieht. Das ist ja wieder die Sache mit Trailer und was dann im Endeffekt da hast. Aber wenn die das so umsetzen und da eine gescheite Story noch dahinter steckt und alles und das nicht so völlig platt ist und sie nicht ständig die falsche Abzweigung nehmen, wie jetzt in Filmen, die wir gerade besprochen haben, dann könnte Mortal Kombat zwar eine spezielle Sache sein, aber eine sehr coole Sache. Ich fand den Trailer auch ziemlich gut. Ja. Also ich bin ja auf den Trailer gekommen, als ich bei Twitch mal durchgeschaltet habe und dann war plötzlich in dieser Rubrik Just Chatting, gab es plötzlich ganz viele, die den Trailer so drauf reacted haben, ne? Also die den Trailer geschaut haben und dann drauf reagiert haben. Und da dachte ich, was gucken die jetzt den alten? Und so, ach nee, da gibt's einen neuen und so. Hab ich das gesehen, ja. Er ist schon echt, echt cool. Also wenn sie das so machen, hat natürlich nichts mit dem Trash-Faktor des Alten zu tun, den ich sehr mochte. Ja. Um was geht's denn da? Mortal Kombat ist eigentlich so eine Arena, wo bis zum Tod gekämpft wird. Es basiert auf einer Computerspielreihe, die sehr erfolgreich war, wo man dann halt wirklich in solchen sogenannten Finishing Moves dann irgendwie den Personen, den Gegnern dann irgendwie so das Rückgrat rausreißen konnte und hatte dann auch so den Kopf dran und mit Rückgrat und so. War deswegen auch in Deutschland extrem auf dem Index und beschlagnahmt ja, und Anfang, alles. Darum geht es in dem Film dann jetzt auch. Ja, der nimmt das zumindest mal, diese Kampfsache nimmt er so zum Aufhänger für so eine, in Anführungszeichen, Superheldengeschichte. Also das sind ja alles Superhelden. Da ist ja irgendeiner, der hat so Eis, der eine hat Feuer. Und der hängt das so ein bisschen ja mit so Martial-Arts-Kunst. Sieht schon ziemlich extrem gut aus. Also gefällt mir echt gut. Ja, wie gesagt, deswegen könnte was werden. Hauptsache, habe ich überhaupt gar keine Verbindung zu Mortal Kombat? Naja, nee, ist halt ich ein schon. Kampfspiel. Also, frag mal, ja genau.
Hat eigentlich jeder Junge mal gespielt oder so, sich irgendwoher besorgt dann, obwohl das eigentlich noch nicht haben durfte oder so. Ich habe mal in einem Computerspieleladen gearbeitet und da erschien damals gerade irgendwie das neues Mortal Kombat. War natürlich FSK 18, PlayStation 1 damals, glaube ich, oder so. Und da wollten halt wirklich viele Kids das mal haben. Da habe ich gesagt, nee, geht nicht. Also wir hatten es unterm Ladentisch gehabt, durfte sie nicht ausstellen. Und dann sind die mit ihren Eltern wiedergekommen und so. Und dann hast du auch manchmal so von den Kindern gehört, so wenn die, ja, ich komme nachher mit meiner Mama wieder und so, bitte nicht sagen, um was es in dem Spiel geht oder so. Ja. Ja. Also, ja. Mal gucken. Und da gibt es noch aktuelle Spiele? Ich bin ja bei Mortal Kombat irgendwie ein bisschen raus. Ja, Mortal Kombat gibt es noch. PlayStation. Also, PlayStation 4 oder? Kommt das letzte Spiel raus. Also, es gibt ja inzwischen ganz viele. Es gibt auch Mortal Kombat vs. DC Universe auf der PS3 damals noch und Schlag mich tot. Das klingt ja super. Das war mega. Das war wirklich mega. Also, das war geil. Aber es gibt, oh Gott, was ist gerade das aktuelle? 11 oder sowas? War auf der Gamescom, gab es doch auch sowas. Ach, stimmt, Moment, ja. Ich guck mal. Ist es eigentlich immer noch so explizit oder so? Aber jetzt ist das bestimmt nicht mehr ganz so mit den Indizierungen oder so, ist ja meistens, die nehmen das ja alles jetzt etwas lockerer. Gerne, aber müsste es echt immer noch geben. Also gibt es auf jeden Fall noch, ja, für die PS5 dann jetzt sogar hier das neue, also ja, Mortal Kombat 11. Oh, da sind wir jetzt schon im Bereich Games. Hier, warte mal. Games. Da sind wir ja schon im Bereich Games, also Mortal Kombat. Entschuldigung, alle Kämpfer ansehen, neue Charaktere, Mortal Kombat 11 Ultimate, da ist dabei, zum Beispiel Joker, okay. Terminator T-800, coole Sache, Rambo, Robocop, ey, also mehr muss man nicht wissen, oder? Das klingt und halt ja. Die ganzen alten, das ist doch hervorragend. Das klingt super spaßig. Baraka, ja. Frost, Sonya Blade, geil. Das klingt echt gut, ey. Geil, sehr geil. Ja, eine Ankündigung habe ich auch noch. Ich habe ja die Nintendo Direct geguckt, die am 17.12. live gestreamt wurde, 23 Uhr. Und habe auch in einem kleinen Video mal die wichtigsten Sachen zusammengefasst. Da kommen ja auch, es war jetzt die erste Nintendo Direct seit 530 Tagen. Nintendo hat immer nur mal so kurze Ankündigungen gemacht von neuen Games. Und haben die großen Nintendo Directs, wie sie ihre Keynotes nennen, mal pausiert wegen Corona und so. Und jetzt haben sie aber wirklich mal wieder Nintendo Direct gemacht. Und da ist neben den Sachen, die man sowieso schon irgendwie erwartet hat, so Portierung von Hades zum Beispiel, was ja auf dem PC ein Riesenerfolg war letztes Jahr. Fall Guys kommt jetzt, dann Splatoon 3 war eine Riesenankündigung, kam ganz am Schluss. Das war quasi dieses One More Thing. Wahnsinn, sieht echt gut aus. In einer postapokalyptischen Welt, da ist der Eiffelturm abgebrochen, liegt da und so. Dann von Legend of Zelda Skyward Sword in HD kommt als Portierung. Mario Golf kommt raus, denn das, ja, das sieht sehr witzig aus, denn das, die anderen Golfspiele, die es so gab, die waren ein bisschen, ja, sehr kompliziert, war eher so simulationslastig. Das Mario Golf sieht dann wieder sehr arkadig aus und man kann dann auch so verschiedene Spielmodi deuteten sich da an in dem Trailer. Wahrscheinlich wird es auch so eine Art Battle Royale geben, wo natürlich nicht so hunderte Leute spielen, aber irgendwie so 10, 20 Leute und dann je nachdem, wer als erster eingelocht hat, der kommt weiter und so. Ja, sieht echt gut aus. Kommen coole neue Sachen bei Nintendo für die Switch. War alles für die Switch. Und die meisten Sachen davon gibt es auch schon da als Demo, so zum Testen. Könnt ihr mal gucken, wenn ihr einen Nintendo Switch habt, dann mal in den eShop gehen, mal gucken, was es Neues an Demos gibt. Ah ja, Kate, du kannst auch, Animal Crossing hast du doch auch, ne? Ja. Für Animal Crossing gibt es jetzt bald ein neues Set, da kannst du dich als Mario oder Luigi oder Peach oder sowas und dann kannst du auch die Bausteine von Mario in deiner Welt benutzen, hier diese Blöcke und sowas und solche grünen Röhren, wo du dann rein kannst und so. Das war auch so eine kleinere Ankündigung. Wer sich das mal anschauen will, auf meinem YouTube-Channel FiberX ist das Video mit 5 Minuten Länge nur. Die ganze war ja fast eine Stunde. Ich habe alles zusammengeschnitten in aller Kürze. Könnt ihr euch das mal reinziehen. Das hat der Erik übrigens sehr gut gemacht. Das kann man sich wirklich sehr gut reinziehen. Danke. Sehr gerne. Okay, dann sind wir schon bei den Serien hier. Da. Serien.
Decatur Silicon Valley zu Ende geschaut, habe ich irgendwie so halb mitbekommen. Oh ja. Also von in einer Woche eine komplette Serie. In einer Woche, du bist ja süß, in 4 Tagen. Hast du nicht letztens in der Aufnahme drüber geredet, dass du angefangen hast? Genau, ich habe Sonntag angefangen und war Mittwoch fertig. Ach so, ja, scheint dir ja gefallen zu haben, oder? Durchaus, also man kann, das ist eine tolle Serie, die man wirklich auch mal durchbingen kann, dadurch, dass die einzelnen Staffeln relativ kurz sind. Das ist ganz angenehm. Und ich musste gerade eben, als ihr über Wonder Woman gesprochen habt, an Silicon Valley denken, weil ich mich in dieser Serie extrem, wie soll ich sagen, belustigt habe. weil ich habe ja gesagt, ob das niemandem aufgefallen ist, dass das scheiße ist und warum da keiner was sagt. Und da musste ich an Silicon Valley denken und an die Box mit dem Signature-Box und dass ihm keiner sagt, dass das aussieht wie ein großer Penis, weil sie sich einfach nicht trauen, ihm das zu sagen. Und ich glaube, das ist einfach der Fakt, dass man heutzutage, wenn so ein Scheißfilm oder irgendwas scheiße ist, man sich das gar nicht traut, seinen Chefs zu sagen, weil man Angst hat, angekackt zu werden von denen. Und das wurde halt wurde jetzt in der Serie mit dieser Signature-Box sehr, sehr geil dargestellt. Deswegen musste ich vorhin innerlich kichern, als ihr davon erzählt habt, wegen dem Pitch von Wonder Woman. Aber ich weiß jetzt, was du meinst mit der Entwicklung der Charaktere und dem durchaus sehr guten Ende der Serie. Hat mir echt, echt gut gefallen. Sehr, sehr tolle Serie. Absolute Empfehlung. Ja, hast jetzt, ja. Jetzt weißt du auch, wer Jin Yang ist. Ja, natürlich. Jin Yang. Jin Yang. Und vor allem die Sprüche immer zwischen T.J. Miller. Ich mag ja den T.J. Miller auch. Der hat ja bei Deadpool hat er auch mitgespielt, glaube ich. Ich mag den nicht. Ich mochte den Deadpool? Charakter ja, nicht. Deadpool hat er den Barkeeper gespielt. Ja, ich mochte den Charakter nicht. Also ich hatte kein Problem damit, als der dann weg war. Ja, der ist halt so ein, der hat es irgendwie geschafft, hat aber doch noch Herz und so und aber auch so seine Ansichten so ganz verschoben. Ja. Ich mochte das sehr. Ja, hatte Momente, sagen wir mal so. Aber ich weiß nicht. Wie gesagt, ich hatte jetzt nicht das Problem, als er dann in Tibet Lost gegangen ist. Hatte ich nicht das, so das war ja, weil er da seine MeToo-Anzeige an der Hand an der Backe hatte. Deswegen aber ich hätte es richtig schön gefunden, wenn er in der letzten Folge, wo die ja quasi nochmal so einen Zeitsprung machen und nochmal so reflektieren, wenn sie ihn da nochmal kurz irgendwie zeigen hätten können. Also wenn er da nochmal einen kurzen Auftritt gehabt hätte, nicht wie Jin Yang hinter dem Vorhang. Kommt er dann hier Pied Piper, was war das hier? Ja, Klasse für Mädchen hier, IT-Klasse für Mädchen kommt ja. Slavery. So gut. Welche Amazon-Kommentare schreiben. Ja, so gut. Ja, also, very good. auch schön fand ich dann die Geschichte mit dem Tesla. Wo er unbedingt den Tesla haben wollte und dann der Kollege von ihm dann einen besseren hatte und immer dieses Hin und Her und so, fand ich doch schon sehr lustig. Also, da ist echt viel drin. Da ist auch viel, viel an der Wahrheit dran, also wie so die Firmen, wie die Firmen so ticken und wie so die Denke ist von manchen. Das fand ich, amüsant. Was ich extrem erfrischend fand, was wir viel zu oft in Serien haben, ist, dass aus Protagonisten Love Interests werden. Und ich fand es sehr, sehr angenehm, dass diese Serie das nicht gemacht hat. Man erwartet es die ganze Zeit so ein bisschen. Man denkt die ganze Zeit, ach komm, Leute, küsst euch doch endlich, dann ist die Sache rum. Aber es passiert nicht und das ist richtig gut. Das ist auch, ich hab eine Serie geguckt, Private Eyes, kanadische Serie mit Perry, wie heißt er? Der von 90210, Luke Perry, heißt der Luke Perry, keine Ahnung. Und das auch, ich habe die erste Staffel angefangen und der Chris kommt ins Eck. Und, sind sie schon ein Pärchen? Haben sie schon geknutscht? So, es läuft jetzt 4. Staffel, sie sind immer noch nicht zusammen, aber auch hier immer wieder. Nee, wie heißt denn der?
Der ist doch gestorben, Luke Perry. Der andere. Ach, wie heißt denn der? Naja, komm gut. Jetzt gerade nicht drauf. Wie ist die Serie? Private Eyes. Private Augen. Private Eyes. Oh, glaub ich komme jetzt drauf, wie der heißt. Das ist der Star aus 90210. Oh, ich komme nicht drauf. Egal. Jason Priestley. Jason Priestley, da ist er doch. Ja, genau. Aber der hat auch mal einen coolen Film mitgespielt, Cold Blooded. Kennt ihr den? Ja. Wo so ein Mörder spielt. Ja. Oh, gut. Und das ist, man hat halt immer diese Serie, oder bei Castle kommen sie irgendwann zusammen, bei The Mentalist kommen sie irgendwann zusammen und das, überall kommt dieser Love Interest durch und hier bei IT, also bei Silicon Valley eben nicht. Und das fand ich sehr, sehr erfrischend. Also, schön. Empfehlenswerte Serie auf mir noch, ich habe ja schon da öfters drüber berichtet. Und mein Lieblingscharakter, Big Head. Big Head? Ja, der ist echt geil. Der macht nichts und kriegt alles. Geil. Naja, würde man sagen, der schwimmt einfach so in irgendeinem Fahrwasser mit und hat einfach Glück. Glück? Der ist einfach strohdoof und ist irgendwann Principal von, was ist das, Harvard? Nee, was ist das? Ja, irgend sowas. Von so einer Elite-Uni. Princeton, Harvard, was weiß ich. Hm. Und wird da Head auf. Und ich denke so, Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist lustig, ich finde ihn gut. Ja, aber so diese Charaktere, auch dieses, wo die dieses Wreckfest oder sowas veranstalten wollen, mitten in der Wüste. Gott, so das ist ja sehr ähnlich mit diesem, da gab es ja dieses Fire Festival, da hatte ich glaube ich mal diese Doku empfohlen, die es auf Netflix gibt, Fire, the biggest festival that never happened. Bloß hier findet es ja statt, aber hat halt auch ziemliche Probleme und ach, ist eine großartige Serie mit sehr, sehr viel drin und bei mir war es ja so, ich habe die ja wirklich, als sie angefangen hat damals, erste Staffel, habe ich die geguckt. Mhm. Und dann musste ich wirklich immer ein Jahr warten, ja. Es ist ja schnell vorbei, die Staffel, und dann wieder ein Jahr warten, wie geht's jetzt weiter? Und jede Staffel hat da so einen wahnsinnigen Cliffhanger, wo du denkst, oh Gott, es kann jetzt entweder in die Richtung kippen oder in die Richtung kippen. Ja, also sehr cool. Sehr cool, sehr empfehlenswert. Ja. Der Chris hat auch eine Serie geguckt. Ja, ich habe leider nicht weitergeguckt. Ich habe jetzt entschieden, nicht weiter zu gucken, weil es hat mich einfach nicht. Ich habe wirklich die erste Staffel durch und es hat mich nicht bewogen, noch weiter zu gucken. Ja, die erste Staffel durch, wie ich es gesagt habe, ist brutal schwer, aber schau die zweite auf jeden Fall noch rein. Oh. Oder fang einfach bei der dritten an. Ab der dritten wird es wohl angeblich gut. Und ich habe jetzt die siebte Staffel von Star Wars: The Clone Wars durch und leck mich am Socken ist, Alter, ich saß dran. Die letzten Folgen der Staffel sind komplett gemacht, produziert und geschrieben und alles von George Lucas himself. Und die letzten drei oder vier Folgen sind ein kompletter Film eigentlich, der da nochmal um eben das Ende der Klonkriege spielt, bis hin zu Order 66. Und du erfährst so vieles hintenrum noch und was da noch ablief und wer wie was und überhaupt, leck mich am Arsch. Das Erste, was ich gemacht habe, ist wirklich, ich habe Episode 3 jetzt nochmal angeschaut und saß echt so manchmal ein bisschen so kichernd da, weil ich gedacht habe, ja, okay, ergibt jetzt noch viel mehr Sinn wie damals. Und wirklich ganz, ganz, ganz starke Sache, die letzte Staffel, Staffel 7, man muss teilweise sogar nicht mal alles von vorher gesehen haben, sage ich jetzt auch gleich mal, um das zu verstehen. Es geht halt am Ende jetzt raus weiter nochmal um Ahsoka Tano. Und jetzt habe ich noch unglaublich viel mehr Bock auf die Serie mit Ahsoka Tano, als ich schon vorher hatte. Und das will auch wieder was heißen. Also unfassbar cool, auch wenn es eine Animationsserie ist, die ist wirklich rausgewachsen aus dem Kindlichen, aus dem Hahaha, es ist ja so lustig, guck mal hier, Truppen, hihi, ping, pang, pong. Wie es am Anfang mit dieser Kunterbuntwelt ist, es wird richtig, richtig derbe. Es gibt unglaublich, wie die Geschichte weitergeschrieben wird, auch von einem gewissen Darth Maul, den man ja auch schon mal wieder gesehen hat am Ende von Solo und jetzt auch weiß, wie das zusammenhängt. Ey, leck mich am Arsch, ist das geil. Ja, vielleicht gucke ich doch noch weiter. Ey, unfassbar. Also ein Kumpel von uns, der Fabi, der hat auch gemeint, er hat sich festgekrallt, als er es angeschaut hat und war total danach. Und der ist ja auch so ein Star-Wars-Nerd. Und ich war auch so total, die letzten Folgen habe ich nachts noch an einem Rutsch durchgeschaut, weil ich konnte nicht aufhören, weil ich so dran saß, so, oh Gott, okay, es muss weitergehen. Es muss, was, wie und warum und
Also ich hab das nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ich habe 1, 2, 3 Folgen gesehen. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Riesen, also ich bin jetzt nicht so ein krasser Nerd wie Fabi und Chris, was Star Wars angeht. Ich mag Star Wars, mir gefallen die Filme, ich freue mich immer, wenn da was Neues im Kino kommt und so. Aber also das, was ich von der Serie gesehen habe, ist halt richtig gut gemacht. Also ich habe halt auch das, was er mir gezeigt hat, ist so auch so letzte Staffel. Ich glaube 7. Staffel haben wir die eine Folge geguckt, oder Chris? Ja. Beim Frühstück. Ja. Ja. Und das ist halt, sobald man über dieses Comic hinweg sieht, ist das richtig tiefe Story und richtig interessant auch gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass das mal angedacht war für Kinder, deswegen vielleicht die ersten 2 Staffeln vielleicht ein bisschen kindlich sind. Aber dann hat sich, ich schätze, das ist eine reine Vermutung, ich kann mir gut vorstellen, dass sich dann eine entsprechende Fanbase auch bei Erwachsenen gebildet hat. Und dann sind die quasi mit der Serie noch ein bisschen eine Stufe höher gegangen und haben gesagt, okay, wir führen das jetzt noch zu Ende und machen da immer mehr, aber auch für das erwachsene Publikum. Und was ich da so sehe, das ist, ey, Erik, das ist richtig brutal. Also das ist nicht hier, das kann Stein Klein nicht gucken lassen. Also das, was ich in der 7. Staffel gesehen habe, kann ich nicht gucken lassen. Das lief da am Nachmittag auf RTL 2 oder so. Ja, aber das ist wirklich aber schon heftig. Nee, das ist richtig heftig, aber richtig gut gemacht. Mich hat es jetzt nicht so angefixt und ich bin jetzt nicht so in dieser Welt drin, dass ich sagen muss, ich muss da das unbedingt gucken und ich muss alle Hintergründe wissen und alle Backstories und das. Und hier, Chris und Fabi spielen ja auch immer dieses Star Wars Spiel auf dem großen Esstisch und so. Das ist jetzt nicht so meins, aber das, was ich gesehen habe, ist wirklich gut. Naja, ich gucke doch mal, vielleicht noch ein bisschen weiter. Ich habe auch noch einen kleinen Serientipp. Läuft auf Sky gerade. Die Serie Avenue 5 mit Hugh Laurie alias Dr. House. Ist die gut? Oh ja. Hast du schon ganz cool. Ja. Ich hab da noch schon nicht reingeguckt. Ich fand's ganz cool. Da geht es irgendwie darum, die in der Zukunft haben die solche Raumschiffe, so große. Du musst dir vorstellen, wie bei Wall-E gibt es auch so ein großes Ausflugsraumschiff dann im zweiten Hälfte von Wall-E. So ungefähr kannst du halt so Kreuzfahrten buchen, die halt so irgendwo rumschippern und dann wieder zurückkommen. Blöd nur, dass da was schief geht, dass sie vom Kurs abkommen. Das hatten wir ja letztens schon mal in diesem einen Film, Aviana oder so hieß der. Weiß nicht mehr, wie hieß der? Vaiana? Nein. Das war wieder was anderes. Ist noch was anderes. Jedenfalls kommen die halt vom Kurs ab und versuchen das halt irgendwie zu fixen. Und es stellt sich dann raus, dass eigentlich Hugh Laurie, er ist überhaupt kein großer Schiffskapitän. Ihm wird auch so eine Legende nachgesagt, dass er mal so ein riesen Feuer gelöscht hat, ganz allein auf irgendeinem riesen Kreuzfahrtschiff und damit alle gerettet hat. Und ja, ob da so viel dahinter steckt. Na, jedenfalls spielt auch Zach Woods mit. Den hast du jetzt gerade bei Silicon Valley gesehen als Jared, Donald / Jared. Dann, was weiß ich, spielt Himesh Patel mit. Den haben wir gesehen bei Yesterday hier in dem Film. Und ja, das ist, ich fand es jetzt nicht so richtig doll witzig, fand ich es nicht. Ich fand es irgendwie so absurd, weil da gibt es dann so extrem absurde Szenen, die ich sehr mochte, aber die waren mir zu wenig. Zum Beispiel müssen sie dann mal so quasi wie so Seebestattung machen, aber halt im Weltraum. Das ist so geil. Dumm, das ist so derb. Dumm nur, dass dieses Schiff aufgrund seiner schieren Größe auch so eine Art eigene Gravitation auswirkt und dass dann der Sarg, der schwere goldene Sarg, den sie da rauslassen von dieser, dass der dann quasi in der Umlaufbahn um das eigene Raumschiff dann einnimmt, wie so ein Mond. Und also dann keine finanziellen oder kein nichts mehr großartig da haben, um die Leichen zu entsorgen, keine ordentlichen Särge, dann müssen sie halt irgendwie das billiges Material nehmen, was zur Folge hat, dass dann nachher so die Leichenteile so um das Raumschiff herumtreiben und so. Also diese absurden Szenen mochte ich sehr, aber die anderen Szenen waren mir ein bisschen so, ach ja, okay, hätte man besser machen können. Also ich bin aber noch nicht weit. Schon, aber wir hatten es aber schon mal von Avenue 5. Also ich meine mich zu erinnern, dass wir es im Podcast doch schon mal hatten, weil ich ja schon mal reingeguckt habe auch und genau das auch gesagt habe. Also es ist einfach herrlich, teilweise wirklich herrlich, aber dann auch ein bisschen so, ja, okay. Aber trotzdem, sehr cool. Sehr cool. Okay, dann. Wo gibt's denn das? Auf Sky. Ich habe es auf Sky Atlantic oder so, hatte ich mir es aufgenommen gehabt. Ja. Ah, okay, dann ist es nicht auf Abruf, weil ich finde es nicht. Nicht auf Abruf? Ich weiß nicht. Doch, müsste auf Abruf. Wie schreibt sich das denn? Avenue wie die Avenue und 5 wie die 5 als Zahl.
Du bist ja unfassbar witzig. Ich überlege gerade noch, wie die andere Serie heißt, die ich mir aufgenommen hatte. Das fand ich auch sehr witzig. Da geht es darum, da wollen die so eine Moonbase 8. Da spielt wie heißt er? Das Gesicht habe ich gerade vor Augen. Der spielt sehr viele Komödien und da sollen die quasi so testen, wie lange sie so zum Beispiel auf einem fremden Planeten überleben können und bauen da mitten in der Wüste, bauen die da das Camp auf und dort müssen sie halt irgendwie alleine überleben. Das sah so absurd aus und so lustig. Das ist auf Abruf bei Boxsets. John C. Reilly war es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. 6 Folgen. Und das sah so absurd aus. Da habe ich auch mal in der ersten Folge ein Stück reingeguckt. Da will ich auf jeden Fall weitergucken. Ja, meine Tipps für heute. Und dann sind wir auch schon beim Rätsel. Rätselecke. Bin ich dran? Ich weiß nicht, das Kreuz steht beim Chris. Stimmt das? Nee, du bist dran. Ja, ich war auch etwas irritiert, aber ich hätte tatsächlich was. Du bist dran. Na dann. Ja, Kate. Ich habe nämlich nichts. Ich dachte, du bist dran. Ich habe was. Darf ich? Das fängt ja gut an hier. Darf ich? Ja, dann mache ich es kurz. Ja, natürlich. Okay. Also, passend zu Wonder Woman 1984 habe ich was rausgesucht und zwar Filme aus dem Jahr 1984. Okay. und zwar kamen 1984 wirklich extrem coole Klassiker raus, wie zum Beispiel Footloose mit Kevin Bacon oder Indiana Jones und der Tempel des Todes oder auch Karate Kid. Kam auch 1984 raus. Und jetzt suche ich einen Film aus dem Jahr 1984 und es geht um den kleinen Billy und Billy bekommt etwas zu Weihnachten geschenkt und ich möchte von euch wissen, was bekommt Billy denn zu Weihnachten geschenkt? Eine Puppe. Falsch. Chucky, die Mörderpuppe, bekommt er geschenkt. Ist immer noch falsch. Ballettschuhe. Falsch. Okay, dann ist es nicht. Du hast gedacht, es wäre Billy Elliot, ne? Ja. Ja. Was bekommt Billy? 84 ist bei mir auch so eine. Oder alles, was vor den 90ern ist, ist schwierig bei mir mit Daten, weil bei uns liefen die ja stark zeitversetzt erst im Kino. Ist egal. Ich wette mein linkes Ei drauf, dass ihr alle beide den Film auf jeden Fall gesehen habt. Billy ist ein Kind, oder? Ja, okay. Billy ist ein Kind. Er kriegt keine Puppe und keine Billettschuhe. Ja, ist also ein junger Mann. Kind, ja. Junger Mann? Teenager oder? Er bekommt auf jeden Fall von seinem Papa was geschenkt. So. Okay. Ein Rennauto. Nein. Ist es eine Sache? Oder ein Tier? Also, es ist eine Sache. Ist es eine Sache? Moment, ist es eine Sache oder ist es ein Tier? Nee, ich wollte nur, weil du überlegt hast, was meint er jetzt? Die andere Variante. Ja, aber alles kann eine Sache sein. Nee, also eine Sache in Klammern kein Tier. Moment, also meinst du etwas nicht Lebendiges? Ja, eine Sache halt. Ein Gegenstand. Im BGB heißt es Tiere sind keine Sachen, werden aber wie solche behandelt. Deswegen muss ich das jetzt etwas genauer. Ja. Deswegen frage ich so dämlich. Also. Möchtest du wissen, ob es ein Wesen? Also, ja, was jetzt? Hat er eine Sache bekommen, also kein Wesen? Nein. Also er hat ein Wesen bekommen. Okay, dann weiß ich's. keine Sache, ein Tier. Billy. Das habe ich nicht gesagt. Achso, ist es ein Tier? Ha, was antwortest du jetzt? Ja? E.T. Was? E.T. Nee, E.T. ist es nicht und E.T. wurde nicht verschenkt. Keine Ahnung, es ist weder ein Tier noch was anderes. Hat er was bekommen, was nachts nicht nass werden darf? Ah! Ja! Okay. Dann würde ich noch, was darf es noch nicht werden? Nicht, nach Mitternacht nicht gefüttert. Nicht gefüttert werden. Ja. Und was noch? Nicht nass, nicht füttern. Drei Sachen. Die gleichen Sachen, die Barney Stinson auch aufgestellt hat für. Also, ich löse erstmal Gremlins, ne? Das ist ja, weil Gremlins ist vollkommen richtig. So, jetzt könnt ihr. Hat Gizmo gekriegt. Der kleine Gizmo darf nicht nass werden. Er darf nicht nach Mitternacht gefüttert werden. Und? Ganz wichtig. Weiß ich nicht. Was war denn das dritte? Kein Tageslicht. Ach, kein Tageslicht, Sonnenlicht. Ja. Stimmt. Ja, aber nach Mitternacht gibt es ja gar kein Sonnenlicht.
Nee, da darf er ja nur nicht gefüttert werden, aber er darf auch tagsüber durch Sonnenlicht. Ach so. Gremlins, genau, ja. 1984. Übrigens auch noch 1984, habe ich ja gerade schon gesagt, Karate Kid und die unendliche Geschichte. Der lief bei uns. Unendliche und Geschichte. Police Academy. Der lief nicht bei uns. Also bei Gremlins lief bei uns auch nicht. Gremlins lief auch nicht bei uns. Trotzdem, du hast Gremlins gesehen. Ich später dann, ja. Wirklich erst Anfang der 90er. Kate, du hast Gremlins gesehen. Ja. Ich darf mein linkes Ei behalten. Was ich noch überlegt hatte, deswegen meine Frage. Wir hatten damals im Kino den Film Die BMX-Bande. Da bekommt, glaube ich, ein Junge ein Fahrrad geschenkt. Deswegen wollte ich erst mal sicherstellen, okay, ob er ein Fahrrad geschenkt bekommt. Aber da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Weihnachten war. Das war ja in Australien irgendwie. Gremlins. Ja, schöner Film, Gremlins. Gremlins. Ganz ja, gruseliger Film. Und dann gehen wir doch gleich mal zu den Musiktipps, wenn ich es finde. Hier. Music. Aber ich bin schlecht vorbereitet, gell? Da steht doch was drin. Nein, ich meinte, weil ich nicht wusste, dass ich mich nicht daran erinnert habe, dass ich tippen muss. Dann hole ich erstmal aus. Reinhard Grebe, den ich sehr schätze, wo ich auch schon bei Veranstaltungen war mit ihm, der hat ja immer ganz lustige Songs auch, die er so rausgebracht hat. Und jetzt, das war ja die letzte Veranstaltung, die ich besucht habe, bevor das losging mit diesen Lockdowns. Da war ich nämlich im Theaterhaus in Stuttgart am 7. März 2020. Und irgendwie ein paar Tage später wurde alles zugemacht und da war keine Konzerte mehr und nichts. Das war so das letzte Ding. Und da hat er ein paar Songs gespielt von seinem neuen Album. Neben der Comedy, die er so macht, die ich extrem witzig finde. Also das trifft genau meinen Nerv. Da ist ein Song drauf, der heißt Mega Nice Zeit. Und das ganze Album, das kann man sich auch gut anhören. Da sind echt coole Sachen drauf. Und ja, hört da mal rein. Mega Nice Zeit von Reinhard Grebe. Der hat auch so Sachen gemacht wie Songs, die heißen zum Beispiel Thüringen. Und eine Zeile da drin ist, in Thüringen, da essen sie Hunde. Alter. Ja, ja. Hat auch einen Song über Brandenburg gemacht. Und, ja. Okay. Fun Fact übrigens, Gremlins war auch von Warner Brothers, wie Wonder Woman 84. Ich habe aus den Soundtrack von Space Sweepers rausgesucht, The Weeknd mit Save Your Tears. Okay. War das im Film oder kam das am Abspann? Scheinbar. Was scheinbar? Im Abspann oder im Film? Scheinbar kommt es in dem Film. Ja. Also im Soundtrack wird es aufgeführt. Gar nicht aufgefallen. Okay. Ja. Ich habe mich entschieden für Rob Thomas' Little Wonders. Okay. Stand das nicht die ganze Zeit schon drin? Ja, natürlich. Ach so, weil du gesagt hast, du bist nicht vorbereitet. Ja, weil ich nicht mehr wusste, dass ich eigentlich ein Filmrätsel hätte machen müssen. Und du dann gemeint hast, deswegen. Böse, böse. Deswegen. Aber ich bin schlecht vorbereitet. Ja, ja. Aber erstmal den Button nicht finden für die Musiktipps. Ja, ja. Der Button ist genau hier. Games. Okay. Ja, ich habe übrigens noch den Trailer von Gremlins gerade hier verlinkt. Super. Unten. Den alten? Okay. Kann unbedingt mal reingucken. Wir haben ja eine Frage bekommen. Die habt ihr, glaube ich, auch weitergeleitet bekommen über das Kontaktformular. Von der Chrissy. Genau. Die Chrissy, der Chrissy. Der Christian Chrissy. Nein, weiß nicht. Ihr freut euch bestimmt auch, wenn die Kinos wieder aufmachen. Wie stellt ihr euch die Kinos in 25 Jahren vor? Wird es die noch geben? Oder ist dann alles Streaming oder wie? Ja. Ich glaube, dass das in 25 Jahren so einen Seltenheitsfaktor bekommt, wie in die Oper zu gehen. Dass es sowas Spezielles wird, wo nicht jeder hingeht, was nicht jeder mag, sondern dass es schon so ein Ereignis ist, zu sagen, ach, heute gehe ich in die Oper, ach, heute gehe ich ins Kino. Dass das sowas ganz Spezielles werden wird. Ja, ich glaube, es wird sich so in drei Richtungen entwickeln. Das eine ist das, was du gerade gesagt hast, dass es sowas ganz Besonderes ist, dass es noch so, dann gibt es noch so Filmtheater, wo du dann aber wirklich wie im Stuttgart im Gloria wirklich so extrem nice Sessel hast und vielleicht auch, was weiß ich, eine Getränkebar, wo du dir was holen kannst und den Film dabei gucken oder so.
wo wirklich das nochmal so als Erlebnis was ganz Besonderes gefeiert wird. Das zweite wird dann so eine Art, ich nenne es mal Fastfood-Kino sein, wie ich es in Amerika schon gesehen habe. Vielleicht so ganz kleine Schuhschächtelchen irgendwo mit vielleicht Platz für 10, 20 Leute, die einen Film sehen. Und daneben in der nächsten Schuhschachtel dann läuft ein anderer Film und wo du halt wirklich so zwischendurch mal schnell was konsumieren kannst für relativ wenig Geld vielleicht. So all die Kinos, sage ich mal. Und das dritte wird natürlich das Thema Heimkino sein. Das wird auch, also gut, das trifft jetzt nicht die Frage, aber die Heimkinos werden auch immer mehr aufrüsten. Die Bildschirme werden immer größer und der Sound und alles. Ich glaube, dass in 25 Jahren die Menschheit ausgestorben ist. Und so, mit diesen fröhlichen Gedanken zum Schluss. Nein. Also in 25 Jahren, das ist schon eine ganz lange Zeit. Wenn man jetzt mal zurückdenkt, wenn ich jetzt mal 25 Jahre zurückdenke, was ich ja inzwischen auch schon kann, wäre jetzt das Jahr, schlag mich tot, 1996. Da war Kino auf jeden Fall noch eine ganz große Nummer. Ich finde Kino heutzutage auch noch sehr wichtig, einfach um ein breiteres Publikum auch anzusprechen, was einfach ein Stück weit ein Erlebnis ist. Ich fände es sehr schade, wenn es komplett verschwinden würde. Ich glaube aber, dass die wirkliche Zeit von den großen Komplexen dann endgültig vorbei sein wird mit diesen, ich habe 12, 15 Kinosäle in einem Haus oder sowas. Das wird es meiner Meinung nach nicht mehr geben. Es wird sich auf kleinere Standorte mit 3, 4, 5 maximal Sälen wahrscheinlich beschränken. Pro Stadt wird es 1, maximal 2 geben wohl. Und da werden dann spezielle Filme einfach oder Sachen einfach laufen, weil es noch genug Liebhaber geben wird, die sagen, Mensch, wir müssen das auf die große Leinwand bringen, weil es auch nochmal was ganz anderes ist, wie das nur zu Hause auf seinem Flachbildschirm zu sehen. Wer weiß, wie es technologisch vorangehen wird, welche Geschichten überhaupt erzählt werden können noch und welche neu aufgelegt werden. Ich glaube allerdings, es wird in seinem ganz speziellen Rahmen, also ich glaube es nicht, sondern ich wünsche es mir auch, in seinem ganz kleinen speziellen Rahmen Kinos auch weiterhin geben. Und ich hoffe jetzt erstmal, dass die alle soweit unbeschadet aus der Pandemie hier rauskommen. Was mir da gerade jetzt noch eingefallen ist bei dem, was du gesagt hast, vielleicht wird es ja sogar so sein, dass Kino vielleicht sogar wieder mehr an Bedeutung gewinnt. Dass die Leute irgendwann dem ganzen Streaming und so weiter überdrüssig sind, weil es einfach viel zu viel ist und du kannst es ja gar nicht mehr sichten und kriegst 1000 Sachen empfohlen, kannst gar nicht gucken und ist spannend. Wir werden mal diese Episode auf einem USB-Stick speichern und den in den Ziegelstein vergraben und holen wir. Dann will ich noch was sagen. Achso, na dann. Und dann haben wir in 25 Jahren kein Abspielgerät mehr für den USB-Stick. Weil der Chris gesagt hat, die Menschheit ist ausgestorben, ist mir gerade noch was eingefallen. Und zwar, vielleicht ist es auch einfach so, dass es dann gar keine Kinos mehr gibt, weil wir im Jahre 2075 in Stämmen leben nach einem riesen Blackout, wie es in der neuen Netflix-Serie gezeigt wird. Tribes of Europa. Ganz genau. Ist mir gerade nämlich eingefallen, habe ich die erste Folge angeguckt und da ist auch so, das spielt in einer dystopischen Zukunft und da gibt es zum Beispiel gar keine Kinos mehr, weil riesen Blackout, die da Wirtschaft bricht zusammen und man lebt in vereinzelten Stämmen, in Zelten und hat sich halt so eigene Dörfer gebaut, weil es einfach keinerlei Elektrizität gibt, aber ein paar gibt es noch, die sowas haben, aber das sind dann die Superreichen. Vielleicht ist es auch so, wer weiß. Also wenn das so kommt, dann muss ich mich irgendwie als Anführer hervortun, dass mir meine Untertanen irgendwas bauen, weil ich habe keinen Bock auf Zelt. Ja. Also ich habe jetzt erst eine Folge gesehen. Also Erik, der erste von Pattonville, ich freue mich drauf. Ey. So machen wir das. Also ihr habt es hier zuerst gehört. Ich melde jetzt schon mal meine Ansprüche an. Okay, auch wenn es jetzt doch noch etwas ins Flapsige abgeglitten ist, ich hoffe, Chrissy, wir haben deine Frage beantwortet. Falls ihr noch irgendwie Fragen habt, ich habe jetzt auch... Aber ganz kurz, ja? Chrissy, ganz viel Liebe für die Frage. Ja, danke. Ja. Das kam jetzt auch sehr unerwartet hier, dass mal jemand... Ja, finde ich sehr schön, finde ich super. Ich habe nämlich auf kinocast.net jetzt oben mal diese ganzen hier verschiedenen Sachen mal aktualisiert, hier Datenschutz und Impressum und sowas und auch das Kontaktformular und so weiter. Und dann ist es relativ schnell eingetrudelt. Vielleicht findet man das jetzt besser dadurch, keine Ahnung. Also unter Presse gibt es zum Beispiel das Kontaktformular.
Und ja, ansonsten schreibt einfach eine E-Mail an erik@kinocast.net. Okay, und einen Kommentar hatten wir noch zur Sendung der letzten Woche zu Outside the Wire, wo wir auch über Faking Bullshit gesprochen hatten. Und da schreibt nämlich der MMEXX, das war glaube ich auch der, der Space Viewers erraten hatte, Faking Bullshit, der hatte letztes Jahr im September tatsächlich einen kleinen Kinostart, lief aber natürlich wie quasi alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich fand ihn grundsätzlich gefällig, was vor allem an den DarstellerInnen lag. Die Witze waren auch gut, allerdings wurde manche Pointe gefühlt langsam rübergebracht. Das zog sich manchmal. Space Viewers, mit dem hatte ich meinen Spaß. Zugegeben, er hatte es recht leicht, da ich mich auf den gefreut hatte mit den kleinen Filmzitaten zu Beginn, beispielsweise der schwebende Stift, wie bei 2001 war ich dann auch direkt dabei. Und ja, ein paar andere hat er erkannt, zum Beispiel den einen aus Extreme Job und so weiter. Ich will mal nicht alles vorlesen, aber er empfiehlt uns auch noch, dass wir mal als Sky-Abonnenten ja Wonder Woman 84 besprechen sollten. Das haben wir ja getan. Und er hat in einem anderen Podcast gehört, dass aus dem Stuttgarter Metropol eine Boulderhalle werden soll. Das ist wohl angedacht. Also es ist aber jetzt so, diese Innenstadtkinos, zu denen gehörte, muss man sagen, das Metropol, sind so mehrere Gebäude hier in Stuttgart in einem so einem großen Block. Und das Metropol, da wo wir immer in die Sneak gegangen sind, das war ja schon klar, dass das nicht weiter betrieben werden wird, dieses Gebäude, weil man sich nicht einig geworden ist mit dem Vermieter. Und da hat man schon, das war noch vor Corona oder auch während Corona, während das mal zwischendurch wieder auf war, gesagt, man wird das nicht weiter betreiben und wird dann die Sneak auch in das Gloria verlegen. Also das ist jetzt keine komplette Schließung des Stuttgarter Kinos, sondern nur diese drei Säle. Ne? Die drei Säle, die eigentlich, sag ich mal, so die, ja, von der Tradition her im Stuttgarter schon die angesagtesten Säle waren. Da gab es auch 30er Jahren Filmpremieren und so weiter, was ein bisschen schade ist. Ja. Jetzt halt eine Boulderhalle, aber an sich, Kino an sich bleibt noch in Stuttgart, das ist gut. Ja. Hoffentlich noch über 25 Jahre hinaus. Definitiv. Würde mich noch interessieren, in welchem anderen Podcast über das Stuttgarter Kino gesprochen wird. Kannst ja auch mal einen Kommentar da lassen. Würde mich mal interessieren, welche Kreise das hier zieht. Ja, ansonsten wünsche ich allen eine schöne Woche, allen Hörerinnen, allen Hörern. Euch beiden, gehabt euch wohl. Bis dann. Macht's gut. So. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüssi. Das ist sehr witzig. Ach so, ja. Ich empfehle übrigens auch noch eine andere tolle Seite, die mir empfehlen wurde im Internet. Die heißt ithinkispider.com. ithinkispider.com. Komm, okay, mal gucken. The devil will I do. Sind da die ganzen Postkarten drauf oder was? Ach so, ja, das gibt's ja alles als Postkarten, ja. Ja, ja, aber es ist absolut herrlich. You have not more all cups in the board. Us runs the water in the mouth together. I understand just train station. Nothing, ja. Nothing for ungood. That goes away like Schmidt's cat. Ja. I think it's hacking. Human Meyer. Is me boner. Is me latte. Also aber gibt's doch alles als Postkarten, ne? Hier in Stuttgart kannst du die kaufen. Da gibt es so ein Geschäft auf der Königstraße, ein bisschen weiter hinten. Ich glaube, hinter dem hinterm Gerber oder so ist das. Da gibt es das alles als Postkarten. Yeah, I saw it in the Farlocking. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Weißt du auch, was das Gefährliche ist? Wenn du, ich kenne das von mir, du liest die Scheiße, ne? Und dann bist du auf Arbeit und musst wieder Englisch sprechen, da fällt dir nur so Scheiß ein, ne? Also. Ja, klar. Weil gerade die Amis, die nehmen gern so, was weiß ich, Beat Around the Bush, nee, Beat About the Bush heißt das bei denen, weißt du, lauter so eine Umschreibung für irgendwas und dann fällt dir nur so eine Scheiße ein, du willst eigentlich was anderes sagen? Ich setze dir noch was in deinen Kopf hier. There lie you fells. Da liegst du falsch. A sharp device, ein scharfes Gerät. To hell still kneel, zur Hölle nochmal.
iVoice. Und natürlich, your dog is not online. Ihr Hund ist nicht angeleint. Oh mein. I voice you too. Ich stimme dir zu. Ask me once. Frag mich mal. Oh mein. Ja, es ist zu geil. Ja. Ah, es ist zu geil. Give aid. Gib acht. Oh Mann, oh Mann. Ja, oder that is whole big cinema. Das ist ganz großes Kino. Eyes up at egg buy. Augen auf beim Eierkauf. Also manchmal sind ja die deutschen Sachen schon lustig genug hier. Ja, aber okay. Then you look dumb out of the laundry. Dann guckst du bewusst der Wäsche. Oh mein Gott. Und natürlich on never again see. Achtung jetzt, auf Rätsel. Nimmer Wiedersehen. Was ist have drive wheel chain? Drive wheel chain. Have drive wheel chain. Hätte Fahrradkette. Oh. Und you have no plan of tooting and blowing. Du hast keine Ahnung von Tuten und Blasen. How you me, so are you. Wie du mir. Ja, we see us in old freshness. Hier, wir sehen uns in alter Frische. Was für dich, Chris, hier. Pi times thumb. Pi mal Daumen. Ja. You are a do not good. Du bist ein do nicht gut. Oh, Mann, oh, Mann. Barn and soon up. Verflixt und zugenäht. You can slide my back down. Chair going. Stuhlgang. hier müssen wir mal weiter runterscrollen. Das sind Worte übersetzt. Oh, this takes yes, no end. Das nimmt ja kein Ende. Oder hier, was ist zum Beispiel Circle Sex? Ein Kreisverkehr. Bis bald im Kinocast.